Hallo zusammen und willkommen zu einem kleinen weiteren Video auf meinem Kanal, in dem ich euch eine schöne kleine Option unter Linux vorstellen wollte. Das Problem, das ich hatte, war nämlich, dass die Farben von meinem Bildschirm viel zu verblasst waren. Jetzt im Nachhinein sieht das fast aus wie schwarz-weiß. Das Problem an der Sache war nämlich, dass mein Bildschirm, wie die meisten Bildschirme, würde ich jetzt mal behaupten, keine Farbeinstellung unterstützt im Computermodus. Ne, hier sind die Einstellungen, man kann die Helligkeit, Beleuchtung, Kontrast einstellen, wie man das so kennt. Aber die Farbe, die geht nicht, die ist standardmäßig auf 50 und da kann man auch nichts dran machen. Es gibt aber eine Möglichkeit, in der Nvidia Control Center Dingens, wie auch immer das heißt, die Farben einzustellen. Dazu öffnen wir das Ding einfach, wie man das halt gerade so macht. Dann guckt man hier unter der GPU, sucht sich seinen Bildschirm aus. Und dann unter Controls ist hier Color Vibrance. Und das ist quasi einfach die Farbeinstellung. Erkennt man daran, wenn ich jetzt hier auf ganz wenig mache, dass es nur noch schwarz-weiß ist. Und wenn man halt auf ganz hoch macht, dass es vollkommen übertrieben ist. Deswegen ist die Kunst, den richtigen Wert rauszufinden. Dazu gibt es Testbilder, einfach mal bei der Suchmaschine des Vertrauens Burosch Testbild eingeben, oder ich verlinke das einfach, könnte man natürlich auch machen. Dann kommt man hier früher oder später auf dieses Bild. Grafik anzeigen. Ja. Da sind nämlich zwei nette Menschen drauf. Und zwar deshalb, weil man mit Hautfarben am besten den Wert herausfinden kann. Man guckt jetzt die Damen hier an, stellt dann so ein bisschen ein. Und ich bin eben zu dem Ergebnis gekommen, dass so ja, 430 ungefähr der beste Wert für mich ist. Welcher das für euch ist, müsst ihr selber rausfinden. Und was noch ganz interessant ist, dass diese Einstellung hier von Programmen nicht erkannt wird. Deswegen filme ich das Ganze auch mit einer Kamera vom Bildschirm ab, weil man einfach sonst im Aufnahmeprogramm keinen Unterschied sieht. Na gut, so viel dazu. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn nicht, schreibt einen Kommentar. Ich helfe gerne. Abonniert mich doch, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Und tschüss.